แล้วประสบความสำเร็จก็กลับมาทำบุญให้บ้านเกิดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากจริงAber dann bis aufs Intro. Hilfe, sag ich nur. Heute mal wieder Movie von mir. Wir befinden uns heute im Tempel. Heute ist Feiertag. Und ja, der Brauch oder die Sitte sagt, dass man Buddha ein Geschenk machen soll, also eine Opfergabe. Und dann haben wir hier eine Kapelle, die hier dreimal um den Tempel rennt, tanzt und alle tanzen mit. Also es muss dreimal gemacht werden. Wir haben sowas Ähnliches auch in Europa. Aber was in Rom oder Jerusalem? So, was ich gab? Okay. Yeah, okay. Baby. Oh, Bia! Okay. Bye, bye, Cap. Also. Yeah. Okay, for that. Pattaya. A Kopua, the Ayutthaya. And Lady Mia, Mia, by Bangkok. Yalamani. Number one, Thailand. Hallo. German gut. Okay, oh, Thailand weiter. Thailand die Kühe. Also wir fangen nochmal an, es war jetzt typisch so, wer ein kleines bisschen Englisch kann, wird der Europäer immer ansprechen. Ansonsten sind wir im Tempel, ich hatte es eben schon mal erwähnt. Und man muss hier dreimal um den Tempel rum tanzen. Die haben extra eine Band, aber das geht eben sehr, sehr langsam. Ich denke mal, wir haben 10.20 Uhr. Ich glaube, wir tanzen schon eine Stunde. Ich werde es euch hochladen. Allerdings, wie eben schon mal gesagt, kann ich euch nicht versprechen, ob mit Originalmusik oder ich muss sie hinterlegen. Also, viel Spaß bei dem Movie. Wir sehen uns. Also ich habe mich jetzt nach draußen verflüchtigt, mich mal ein bisschen ausruhen, die Lautstärke. Wir haben jetzt bald eine Stunde getanzt. Das ist in einem anderen Movie. Ich verweise euch noch da drauf, da oben wird es eingeblendet. Und ja, Otto hat auch keine richtige Lust. Und ja, wie gesagt, mir ist es zu laut. Man könnte das ein bisschen leiser machen, dann wäre es angenehmer, aber wollen wir nicht weiter rumnölen. Ich genieße das hier. Es ist zwar immer noch sehr laut, aber hier geht's. Da vorne ist die Party, das ist Essen und ich sitze hier und ruhe mich ein bisschen aus. Ich weiß allerdings nicht genau, wie der Tag heute so noch abläuft, was heute noch passiert. Ich lasse mich einfach immer überraschen. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir kurz herfahren, beten tun und Opfergaben und dann gehen, aber wer das genau weiß, wie das zusammenhängt, kann es mir ja mal reinschreiben. Ihr wisst genau, es ist wieder mal üblich so. Die Thais wissen es manchmal nicht so richtig. Und ja, wir werden das irgendwie erfahren. In dem Sinne würde ich sagen,
ich lege mich jetzt hier ein paar Minuten hin und ruhe mich mal aus. Jetzt sind wir wieder. Es ist ganz schön laut, wir sind immer noch im Tempel und hier drüben wird ein Reiz verschenkt. Ihr seht hier, der junge Mann scheint genug Geld zu haben und dann werden an die Bedürftigen ein Reiz verschenkt. Ihr seht, die Leute stehen an. Allerdings, wo meine Familie ist, kann ich euch gar nicht sagen. Meine Frau ist im Alter, die ist müde, oder auch. Und der Rest damit hier irgendwo rum. Ein paar tanzen und ein paar essen. Also Otto ist happy hier. Wir gucken noch mal rum, hier ist ja gar nichts mehr. Auch nichts zu trinken. Also bei mir ist es gerade so, jedes Mal, wenn ich hier reingehe und mich irgendwo hinsetze, kommt eigentlich jemand an und gibt mir irgendwas. Entweder was zu trinken, Eiscreme, was zu essen. So, wir wollen eigentlich los. Hui. Oh. Mario, Familie. Oh, sorry. Es ist so, dass wir, bevor wir losgehen, noch mal essen wollen. So, es ist ja hier noch. Das sind die komischen Eier. Allein Nudeln. Das geht besonders gut. Und ja, hier würde ich mal probieren. Mal check an hier. So, machen wir das mal. Ich bin der Meinung, dass das eigentlich sehr gut schmeckt. So. Also, meine Familie ist jetzt noch hier. Ist ja alles umsonst. Die Kinder spielen. Ja, und? Ah, gut. Also, wir essen jetzt noch. Und was sonst noch so anfällt, kann ich euch nicht sagen. So, ich guck mal nach da vorne, ob es da was zu essen gibt. Also, bis gleich. Yeah. Ja, hab ich vergessen. Mein Pullover. Ich vergesse immer mal ein paar Sachen irgendwie. Voll Heini. So, meine Family, also. Ich würde mal sagen, die Reise geht weiter. Wir sind jetzt noch 10 Minuten, Viertelstunde hier. Und dann hat sich das hier erledigt. Und dann wollen sie doch zu dem Bruder fahren. Die Schwester ist mit dem Bruder schon mitgefahren. Die wollte jetzt nicht noch mal hierher. Hier ist unsere Ausbeute. Also dreimal Reis. Ja, und da war dann kein Geld. So viel kann ich gar nicht essen. Und ansonsten, ja, hier haben wir den Altstoffhandel. Habe ich ja beim letzten Movie schon gesagt, dass wir hier, die hatten erst hier drüben das. Also das war früher ein großes Objekt. Und die waren hier drüben und hatten den Altstoffhandel oder Schrottplatz. Allerdings, ja, Corona und kein Geld. Deswegen haben sie das alles verkauft und haben das hier abgetrennt, sodass sie hier ein neues Häuschen drauf gebaut haben. So, wir ruhen jetzt noch kurz aus und dann geht's los.
Dann fahren wir zum Bruder. Also, ich würde sagen, bis gleich. So. Yippie. Happy Mai? Gut. Das ist ein Tier. Ja. Ein Elefant. Alter, das ist doch kein Elefant, das ist doch hier. Elefant, so hier. So hier, gut. Also, Ruhe. Alter, Bruder kommt doch hier. Ja. Ich blick hier nicht mehr durch. Der Bruder! Ist das mein Bruder? Das ist von deiner Mutter, der Bruder. Nee, das ist mein Bruder. Das ist mein erster Bruder. Das ist dein Cousin. Mein Bruder Cousin. Yeah. Wo ist der hier? Ja, weil wir wahrscheinlich alle zusammen losfahren wollen. Ah! Ist das mein Bruder? Das ist mein... Ja, du hast keinen Bruder. Nicht Bruder. Aber Cousin. Ich ist ein Bruder. Wir müssen mal gucken, wo sie hingestopft sind. Wie heißt die Frucht? Das heißt, ich lebe wie Kokos, aber das ist aus... Für alleine. Nein. Malaga. Malaga. Aha. Wissen das sagen, Leute? Das hat Otto von Butter gekriegt. Wer das haben will, liked das Video. Und wer das nicht haben will, abonniert das Video, okay? Yeah! So. Also, wir waren ja hier im ersten Movie schon mal. Ja, hier, das ist eben so in Thailand, ne? Guck mal, Dreirad. Die Küche. Es sieht immer wüst aus. Hundefutter. So, ja. Alles, was gebraucht ist, wird einfach ausgestellt. Komm mal mit. Was ist das? Ein Rohrschnecke. In Leilu. Oh. Oh, ich will gerade mal hier. Ah, hey. Rohrschnecke. Eine Schnecke, ja. Die isst das gerade. Die will zum Essen. Die isst gerade. Ja, das ist krass, der Futter. Das ist krass. Ja, das ist echt krass. Wie die Schnecke frisst. Kann ich nicht reichen. Ich kann nicht reichen. Ist auch was zum Essen, alles zum Essen, er wächst hier. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange wir noch hier bleiben, eigentlich ein paar Minuten. Es ist im Prinzip immer so, ja, dass wenn du irgendwo hingehst, bringst du eigentlich ein leichtes Geschenk mit. Und wenn du dann fährst, kriegst du meistens noch Essen und Trinken. So. Ich würde sagen, wir sehen uns beim Bruder wieder. Wie gesagt, das ist ja ein ganz netter. Ja. Und ja, ich würde sagen, bis gleich in Bangkok. Da war nochmal ein nettes Gespräch zwischen Nachbarn. Ich sag mal, die Kap.
Die Hunde mal. So, wir gucken mal hier. Wie gesammelt wird, wie gemacht wird. Ja, also. Wie gesagt, ich denke, wir sehen uns beim Bruder. Ja, wahrscheinlich nein, ich bin. Was? Ich bin ein Ludo-Kind, scheiße auf den Mund. Kinder nehmen mich bis. Kinder, scheiße, ich nein, ich bin. Ich habe gar nichts richtig verstanden. Das Lied von Aquamax bekommen. Das Lied von Aquamax. Aquamax, das ist Climax. Aquamax. Ja, richtig. Ich bin ein Ludo-Kind, scheiße auf den Mund. Kinder nehmen mich bis. Kinder, schade, ich schneide das Kind. Von mich nach. Zeig das Kind nicht nach. Ich kann auch nach, oder was? Mama! Ja, es ist allgemein so, dass egal, was wir hier machen, wir werden nie Zeitplan einhalten. Die freuen sich, da hat mein Vater ja irgendwas gemacht. Naja, alles schön, alles schick. Ich freue mich eigentlich, dass wir immer mal was zusammen unternehmen und somit ist alles supi. So, der Bruder fährt schon los und wir fahren dann wo hinterher. Geh scheiß davon. Weil es ist immer irgendwie anders. Na, go, Bruder. Hä? Die Lack? Also ihr seht, ja, volle Respektperson. Ja. So, müssen wir jetzt hier noch Tschüssi sagen. Wo sind die alle hin? Jetzt stehen wir alleine hier. Naja, wir sehen uns beim Bruder. Ebenso wie es ist. Ich freue mich da immer auf solche Tage, wenn wir mit der Familie zusammen sind. In dem Sinn würde ich sagen, auf dieses Gebäude müssen wir noch ein bisschen warten. Das wollen wir erst in 40, 50 Jahren sehen. Ist eine Verbrennung, wo die Menschen verbrannt werden, nach dem Tod. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir gesund, bleibt mir treu und werden alle glücklich. Bis die Dauer, der Dumen. Bye, bye.